Perché proprio Trieste come luogo dell'azione? Und warum ist gerade Triest Handlungsschauplatz? Also Triest war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und Triest ist ja eine Stadt, die also selten eigentlich Destination ist, sondern immer überall hin verweist. Also eher eine Art Drehscheibe, eine Art Transitzone, die vielleicht auch für dich in Hamburg zum Beispiel, also die von der eben ein Tor zur Welt, also eine Stadt, die immer über sich selbst hinausweist in gewisser Weise. Und genau das passiert ja hier, also dass jemand auf der Durchreise im Transit nach Triest kommt, eigentlich weitergehen will, aber dann doch irgendwie hängen bleibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, macht sich Triest vielleicht einfach zum Ziel, weil es so selten Ziel war, sondern eher immer Ausgangspunkt irgendwo anders hin, immer irgendwie eher Sprungturm, eher Rampe in eine andere Welt. Und ich wollte Triest vielleicht einfach auch ja mal die, nicht der Erste, aber halt irgendwie doch zum zentralen Ziel machen und nicht zum Absprung irgendwo hin. Trieste, beh, dalla prima volta che ho visitato la città nel 2015 ne sono rimasto affascinato. È chiaro che si tratta di un luogo speciale, di un luogo di transizione e di transito, un luogo che però trascende se stesso. Trieste è un punto di partenza, anche una rampa di lancio per un altro mondo. Però io ho voluto in questo caso renderla protagonista. È stato divertente scrivere la storia? Si ha l'impressione di sì. War es lustig und unterhaltsam, diese Geschichte zu schreiben? Also wir haben den Eindruck, ja. Diesen Eindruck kann ich bestätigen. Also Geschichte ist ja oft, wenn man also in der Rückschau sozusagen, retrospektiv, immer was sehr Geronnenes, was sehr Festes, was Endgültiges. Aber in der Entstehungszeit von Ereignissen ist es ja oft total volatil, also abhängig von Zufällen, Kleinigkeiten, Begegnungen. Und wenn man irgendwo anfängt, also eine Schraube zu drehen sozusagen, dann verändert sich ja das ganze System. Also das ist ja quasi systemisch angelegt und da muss man aufpassen, dass man sich dann eben nicht verzettelt, also dass man halt nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommt und dabei vielleicht auch die Romanhandlung an sich, die Narration ein bisschen aus den Augen verliert, aber natürlich macht es Spaß, die Welt neu zu verkabeln. Sicuramente è stato divertente. Oggi la storia è di per sé qualcosa di coagulato e di definitivo, ma spesso sono le coincidenze, le piccole cose a decidere come gira il mondo. Ho trovato affascinante lasciare che prendesse una piega diversa a seconda di piccoli dettagli e di circostanze. Bisogna solo fare attenzione a non rimanere impantanati nel processo. Se si gira una vite in un punto, l'intero sistema poi reagisce. Si può passare rapidamente anche dalla centesima alla millesima, rischiando di trascurare poi la trama vera e propria. Ma i personaggi del romanzo non sanno nemmeno che il loro mondo in realtà è molto diverso. Perché hai salvato Massimiliano d'Asburgo, che in realtà poi non è così importante per la trama. Du hast Maximilian nicht sterben lassen. Warum? Ach, Maximilian, also so viel Zeit musste einfach sein. Er hat mir vielleicht einfach am Ende irgendwie ein bisschen leid getan und war mir persönlich trotz allem sehr sympathisch. Also, obwohl ja Maximilian so eine Art Verkörperung des Europas irgendwo ist, also diese expansive und ungebetene Vorbildrolle, die wir der Welt schon des Öfteren aufgedrückt haben, also der restlichen Welt.
Und irgendwie hat er mir dann einfach, ja, was ihm da passiert ist mit, also erstmal diese Ehefrau, dann dieser Kontrahent und so weiter. Und ja, hat mir dann immer leid getan und ich wollte ihn zurückholen in sein maritimes Neuschwanstein, Miramar. Und da lässt sich ja eigentlich viel schöner träumen und manche Träume sollten vielleicht auch Träume bleiben. Il povero Massimiliano in realtà doveva avere più tempo. Massimiliano rappresenta un po' l'incarnazione dell'arroganza dell'Europa nei confronti del mondo, del suo modello espansionistico, non desiderato, non invitato in Messico. Probabilmente il povero Massimiliano deve aver davvero creduto che in Messico lo stessero aspettando con entusiasmo. In qualche modo mi dispiaceva per lui e volevo tirarlo fuori da lì e riportarlo alla sua meravigliosa Miramar, questa Neuschwanstein sul mare. Lì è tutto molto bello ed è molto più facile sognare, solo che alcuni sogni dovrebbero rimanere tali. Grazie, grazie Alexander.